herzlich willkommen zum 23. Türchen des Kisan Pirates Adventskalenders. Vorletztes Türchen. Und vorweg möchte ich kurz sagen, nicht wundern. Es sieht ein bisschen gestreckt aus, aus einem einfachen Grund, weil es dahingehend mir ein bisschen doof angezeigt wurde. Ich kann es euch kurz auch zeigen, ne? Normal wurde es mir nämlich so angezeigt. So. Ich habe ein bisschen Bild dahinter. Nicht, dass man das Dings ist, ne? Deswegen habe ich gesagt, ich strecke das lieber. Also nicht wundern, ne? So. Wir sind heute in dem schönen Spielchen Spore. Ein Spielchen, was, ich sag mal, wo es um Evolution geht. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Wir schauen mal, dass wir uns hier einen der Planeten aussuchen. Ja, komm, nehmen wir den. Ne? Und die Zellenphase. Wir können verschiedene Phasen natürlich, ne? Und wir spielen sozusagen die Evolution einer eigenen Schöpfung. Dann entscheiden wir, ob Pflanzen oder Fleischfresser. Wir werden mal einen Pflanzenfresser. Natürlich Schwierigkeitsgrad lassen wir mal auf leicht. Und nennen diese nette Planeten Kisan Pirates. Ich weiß, es ist an sich ein bisschen random, ne? Ein bisschen komisch für einen Planeten, so einen Namen, aber naja. Uff. Ein Asteroid. Der zerfällt. Und auf den Planeten einschlägt. Uff. Wohl bemerkt, es ist ein älteres Spiel, wie ihr allein schon an der Grafik seht. Also, ich habe schon sämtliche Grafikeinstellungen auf hoch. Ne? Also, so ist das ja nicht. So, das sind wir. Jeder deiner Entscheidungen bei Spore beeinflusst deine Zukunft. Als Zelle musst du fressen, wachsen und dich weiterentwickeln. Das Wachstum wird unter dem Fortschrittsanzeiger, also der hier unten, angezeigt. Jo. Das ist deine Fortschrittsanzeige. Wenn du frisst, sammelst du DNA-Punkte. Diese kannst du in neue Teile investieren, um deine Zelle weiterzuentwickeln. Fortschritt führt zu Wachstum und deine Welt wird größer. So, das sind wir. Die Augen. Ui. So, und wir müssen im Grunde erstmal zu den die grünen Punkte fressen. Flup. Na, flup. So, jetzt sind wir ein Stückchen größer. Müssen dabei natürlich, dürfen dabei nicht vergessen, hier sind auch größere, die uns fressen wollen. Nee, 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 lass mich mal. Wie der da oben mit dem Fressmaul. So. Andere Zellen und Meteoritensplitter sind Schlüssel zu dem... Ja. Okay, das war jetzt schnell. Okay, das Teil schnell mal einsammeln. Yeah. Jetzt könnte ich angreifen und mit so einem Stachel, wenn ich den weiterentwickle. So, nächstes. In der Richtung ist ein Partner. Hier, da oben. Hey, ein weiblicher Partner. Okay.
Anscheinend spielen wir die weibliche Person. Wir haben das Ei gelegt. Okay, das ist der Zellendesigner. Du kannst den Modus in jedem Designer mit jedem Klick des Modus-Buttons ändern. Bevor du zum Gezeitentümpel zurückkehrst, kannst du die ganze das Ganze im Malen-Modus farblich ein bisschen anpeppen. Okay, wir können jetzt hier zum Beispiel sagen, okay, ich will Stacheln haben. Ne, so Angriffsstacheln. So, ich könnte jetzt auch sagen, okay, die Tentakeln hier vorne wären nichts für mich. Ich mach mich zum Fleischfresser. Ne? Zum Beispiel. Und das Ding ein bisschen weiter nach hinten. So. Natürlich kann ich auch noch. Warte mal, irgendwie war das doch. Okay, bei den Teilen gehen das jetzt gerade nicht. Nein! Sie vermögen sich. Ein paar Knöpfe irgendwie. Oh Gott, die sehen creepy aus. Nee. Wir bleiben mal bei denen. Bei. So. Hier. So. Dann können wir das noch farblich machen. Hier so mit so einem Muster zum Beispiel. Ne? Oder hier so ein Muster. Das sieht aus, als wäre das voll so ein vertrocknetes Ding, ey. Hier. Oh. Machen wir hier so ein gestreiftes. Das sieht nett aus. Ja. So. Spezies benennen. Exo. Einfach nur Exo. Spezies nennt sich Exo. So. Und jetzt sind wir sozusagen, habe ich jetzt uns zum Fleischfresser gemacht. Vorher waren wir Dingsfresser, jetzt sind wir Fleischfresser. Nee. Lass mich in Ruhe. Boah, da ist ein Riesenviech im Hintergrund. Lass mich in Ruhe, mein Freund. Ich manövriere dich einfach mal aus und greife dich an. So, was hast du nun davon? Alter, im Hintergrund dieses Riesenviech. Zack. Oh Gott, das ist. Na, komm her. Komm her. Komm her. Na, komm her. Komm her, habe ich gesagt. Ich bin halt noch ein bisschen langsam auf den Beinen gerade. So. Weil an sich natürlich. So. Und ein noch. Dann haben wir auch schon die Stufe erreicht. Oh, was haben wir denn da oben? Ah, Autsch. Okay. Lass mich. Aua. Finde ich echt uncool. Gott sei Dank noch gefunden, ey. Oh Gott. Das wäre beinahe schief gelaufen. So, jetzt können wir zum Beispiel sagen, okay. Statt einen Stachel packen wir halt noch so eine ja, Giftdrüse hier hinten zum Beispiel mit dran. Dann könnte ich hier hinten zum Beispiel sagen, hey, erstmal Gift absondern. Ne?
Man müsste halt dementsprechend ein bisschen Zeug weiter kriegen, um dass das alles ein bisschen besser ist. Schön ist, dadurch, dass wir jetzt Gift haben, haben wir natürlich dahingehend auch. Na komm mal her. Doof gelaufen. Hi, mein Kollege. Na? Oh, da unten wurde gerade ein Stück. So, zack, zack, zack. Und hepp. So. Kuckuck. Sieht ein bisschen komisch aus. Alter, guck euch dieses Riesenviech mal an. Zack. Ja, doof gelaufen. Na komm, den kleinen kriegen wir, den kleinen kriegen wir. Autsch, 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 autsch. Finde ich uncool, dass man mich futtern will. Zack. Oh, Gott sei Dank. Stufe höher. Größer. Zack. So. Ah, noch drei Teile. Komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Zack. Zack. So, ich kann ja mal na mit der Dings. Zack. Okay. Gegen eine Strömung zu schwimmen ist uncool. Zack. Alter. Diese Beschleunigung, ne? Das Problem ist, man sieht halt auch nicht wirklich, wo man hin muss. Hui. Zack, zack. Zack, zack, zack. Ja. Schnell, 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 schnell. Hüpp, hopp, hopp, Höschen. Okay, runter, 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 runter. Uncool. Uncool. Halt das Problem. Puff. Da oben ist noch ein ganz großes Viech. Man sollte sich mit den ganz großen Viechern nicht anlegen, wohl bemerkt, weil man da immer schlechte Karten irgendwie hat.
Batz. Was willst du denn hier? Hä? Ich futter dir auf. Autsch. Stromschläge austeilen, wie unfair. Aber es wäre interessant, mal zu wissen. So Stromschläge können wir ja mal gucken, ne? Mal ein bisschen unser Wesen, unser Exo hier. Oh, wir haben sogar die besseren Füße. Das heißt, der kann weg. Jetzt kriegen wir richtige Flösschen. Richtige Flossen. So. Wir haben halt nur dieses Budget. Ne? Bleibe ich beim Gift oder bei Stromschläge? Ich glaube, ich bleib trotzdem noch beim Gift. So, das wird mehr so. So, dass man hier die Stacheln von der Seite vorne den Dings hat. Ja. Sieht zwar ein bisschen strange aus, aber hey, komm. Ist dann halt so. So. Damit haben wir schon mal 4. Und wir bewegen uns auf jeden Fall schon mal schneller. Zack, zack. 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 Autsch. Stromschockt worden. Zack. Das nächste Teil. Eine Tempodüse. So. Komm mal her. Hä? Nee? Okay. Dann gehen wir nochmal hier oben hin. Zack. Um dort nochmal zu verbessern. Wo ich ganz ehrlich bin, die Tempodüse wären halt mega witzig. Ne? Gift könnte ich so machen. Die Flossen ein bisschen weiter hoch. Ne? Dann plumpen wir da einfach noch so eine Tempodüse zwischen. So. Ja, das sieht doch witzig aus. Ich weiß gerade nicht, was ich baue. Wohl bemerkt, ne? Wie man sieht. Aber es hat einen guten Slide schon mal. Hey. Nein! So viel dazu. Blub. Schon wurde ich zurückgesetzt. Das passiert, wenn man nebenbei stirbt. Den will man nicht begegnen. Der ist uncool. Irgendwo muss allerdings auch noch ein Ding sein, wenn ich jetzt richtig sehe. Es müsste eigentlich irgendwo noch ein sammelbares Teil sein. Yeah. Nein, lass mich in Ruhe. Nee, lass mich in Ruhe. Uncool.
Dann ist ja schon der nächste. Autsch. Okay, das war nicht so schlau. Schnell mal. Ein Stückchen größer geworden, mal wieder. Zack. 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 Flop. 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 Und wir sind tatsächlich auf dem Maximum. Wir sind jetzt natürlich vom Pflanzenfresser zum Fleischfresser geworden. Ne? So, Geschichte. Diese Zeitachse zeigt die Geschichte deiner Aktionen in der Zellenphase an. Du hast diese Wesenzüge entwickelt, die dir einzigartige Fähigkeiten bescheren, von denen zukünftige Generationen profitieren werden. Welchen Weg hast du eingeschlagen? So, man sieht, hier oben waren wir Pflanzenfresser, dann sind wir Fleischfresser geworden. Doof, dass das immer so schnell vomstatten geht. Ah, so. Pflanzenfresser, erste Generation. Dann sind wir mit Stacheln ausgewählt und einem Fressmaul, weil wir dann zum Fleischfresser wurden. Und dann immer weiter Richtung Fleischfresser. So, da bin ich einmal gestorben. War allerdings auch ein, ich sag mal, größerer. Ne? So. Die Zellenphase ist abgeschlossen und jetzt können wir unseren Freund hier starten mal. Körper ein bisschen höher. Das Ding. Ne? Zack. So. Gott. Erstmal den ganzen Spaß hier weg. Ich weiß. Wird er sagen, ich sehe doch gar nichts mehr. Aber erstmal den Grundkörper bauen. Ne? So. Das ist so der Grundkörper. Und jetzt können wir sagen, okay. Wir bauen hier oben einfach mal ein paar. Sehe ich so Spielungen? Nee. Ja, doch. Können wir machen. So ein paar Stielaugen hier hin. Stielaugen. Wobei, nee. Komm. Okay, das sieht noch dämlich aus. Die Stielaugen sind doch tatsächlich die sinnvolleren Sachen. Und wir können jetzt natürlich auch gut anpassen. Ne? Sagen uns jetzt hier zum Beispiel ein Nashorn-mäßiges, alles klar, ein Einhorn-mäßiges Ding, Strom bezaubern, Ramm spucken, nee. Hier so ein Fressmaul noch, genau, mit Fressmaul würde ich tatsächlich sagen, ja. So, ne? Bezaubern. Ja, machen wir halt so. Diesen brauche ich hier eigentlich gar nicht, ne? Ne, machen wir das so. Okay. Und nee. Ja, doch. Bisschen drehen.
Problem ist, man kann die immer nicht so gut. So. Jetzt ein bisschen kleiner. Den auch ein bisschen kleiner. Genauso wie das Hörnchen. Die Äuglein. Ne? So. Wir müssen natürlich immer noch Zeug finden. Wohlbemerkt, ne? Aber so ist grob schon mal unser Exo. Machen wir das. Aber welches Muster? Wir nehmen das Muster hier. Oder? Nee, das Muster nicht. Wir nehmen das Muster. Das Muster ist stylisch. Ja. Gut. Und damit haben wir unseren Landexo sozusagen. Bisschen strange, ne? Kreaturenphase. So. Jetzt haben wir die Kreaturenphase. Das heißt, wir sind am Land. Wir haben ein eigenes, ich sag mal, Nest. Hier unten sieht man ein paar andere Kreaturen, die das System halt erstellt hat. Ne? Wir rufen jetzt im Grunde unsere Leute ab ans Land. Weil jetzt ist ja sozusagen die Landphase. Ne? Wir müssen was zu essen finden. Wir müssen dementsprechend auch natürlich schauen, was wir dahingehend machen. Ne? So, du bist nun eine Kreatur, umgeben von Nestgenossen. Um dich weiterzuentwickeln, musst du die anderen Spezien auf dem Planeten kennenlernen und DNA sammeln. Ja, genau. Genau. Im Grunde ganz wichtig, witzig. Wir könnten zum Beispiel sagen, hier. Das wäre zum Beispiel was Falsches, was wir gefressen hätten. Allerdings liegt hier nebenbei ein totes Viech, was wir gleich mal verspeisen. So. Ne? Das sind unsere Artgenossen hier. Und wir müssen im Grunde jetzt ein bisschen was erkunden. Mal gucken, was wir so alles finden. Ne? Gerade bei so Nestern zum Beispiel hier, wie hier. Ne? Gibt es so eine Skelette. Da können wir zum Beispiel neue Teile finden. Ne? Ja. Warte mal. Wo ist das Alpha-Tier? Da ist das Alpha-Tier. So, das können wir uns zum Beispiel auch. Neue Spezies. Können wir uns zum Beispiel freundlich verhalten. Ne? Sagen, hey. Freundlicherweise. So. Zack. Und dann kriegen wir hier zum Beispiel auch ein neues Teil. Ne? Wenn wir das jetzt bei zum Beispiel drei Dingern machen. Zack. So. Haben wir die zum Beispiel als Freunde. Ne? So. Was haben wir hier? Einfaches Ei, okay. Wie gesagt, haben wir jetzt die hier zum Beispiel als Freunde. Die helfen uns auch, wenn wir sagen hier, was weiß ich, von wegen Verbündetenruf. Ah ne, das Verbündetenruf war das Ding. Okay. Aber zumindest haben wir die als Verbündeten und später können wir dahingehend auch sagen, hey, wir machen die einfach mal als Dings nehmen. Hier sind zum Beispiel noch Eier.
Die müssen noch schlüpfen. Das haben wir hier vorne. Da vorne sind auch schon welche. Trunk. Sind Pflanzenfresser. Da könnte ich zum Beispiel sagen, hey. Zack. 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 Den Alpha, den machen wir jetzt platt. So, kriegen wir natürlich dementsprechend auch die Teile, ne? Hier hinten haben wir zum Beispiel ein Beinchen, nennt sich das. Die sind auch schon Allesfresser zum Beispiel, ne? Und so geht man eigentlich durch diese Welt und versucht sich immer weiter zu entwickeln, immer größer zu werden. Später gibt es dann sogar eine Möglichkeit, hier ja so einen eigenen Stamm aufzubauen, weiterzuentwickeln. Ja, deswegen, es ist immer ganz witzig. So, Hallöchen, bin zu Hause. Hier beim eigenen Nest wird man nebenbei geheilt. So, und das wäre jetzt zum Beispiel noch eine Sache, da könnten wir zum Beispiel weiterentwickeln, wenn wir uns den Verbündetenruf machen. Witzigerweise legen wir die Eier. Anscheinend spielen wir immer das weibliche Ding. Ne? Flupp. Da. Hey, das sieht aus wie das, was beim Dings rumlag. So. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, okay, mir gefallen die Augen nicht mehr. Ich will lieber solche Augen haben. Zum Beispiel, weißt du? Natürlich kleiner. Ne? Solche Augen. Oder ich will große Augen haben. Weißt du? Okay, die Augen sehen echt scheiße aus. Nehmen wir solche zum Beispiel. Weißt du? Je nachdem, wie man es designen möchte, natürlich. Ne? Aber ich würde sagen, das war es auch erstmal für Spore für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Türchenfolge wieder ein, also sprich morgen zum letzten Mal, wohlbemerkt, weil morgen ja der 24. ist. Morgen ist Heiligabend und der Adventskalender geht ja nur bis Heiligabend, also seid gespannt und bleibt sozusagen dran. Dahingehend würde ich sagen, tschüss, ciao, euer Lovers Kisan.